Donald Trump hat es gestern nochmal geschafft, eine Rallye an der Wall Street hervorzuzaubern mit Aussagen, die den Ölpreis nach oben gebracht haben. Aber meine subjektive Sicht auf die Dinge, das sind gute Verkaufsgelegenheiten und ich will in diesem Video zeigen, wieso. Schauen wir uns erstmal den Tweet an von Donald Trump. Da sagt er, ja, ich hoffe, dass Russland und Saudi-Arabien sich einigen und dann 10 bis 15 Millionen Barrel pro Tag weniger Öl fördern, also eine Produktionskürzung machen. Nun merkt Steve Leisman, CNBC-Mitarbeiter, an, naja, also wenn wir uns mal vor Augen führen, dass Russland und Saudi-Arabien insgesamt nur 23 Millionen Barrel produzieren, dann müssten sie also 10 bis 15 Millionen davon nicht mehr produzieren. Das heißt, sie würden ihre gesamte Produktion mehr als halbieren oder halbieren so um und bei. Das ist ja schlecht vorstellbar. Das ist ziemlicher Quatsch. Donald Trump hat das heute Nacht deutscher Zeit nochmal wiederholt. Ja, 10 bis 15 Millionen Barrel hat er da nochmal gesagt, erwartet er. Vielleicht ist es so, und das ist ein bisschen realistischer, das, was Amina Bakr sagte, die maßgebliche Ölexpertin auch, die sagt, gemeint ist vielleicht hier, dass 10 Millionen Barrel pro Tag weltweit, global vom Markt genommen werden. Die Saudis versuchen ja alle an einen Tisch zu bringen, auch die US-Fracker, um eben über eine solche globale Produktionskürzung zu sprechen. Nur ist die Sache eben die, dass die Russen sich sagen, wir könnten die Strategie, die ehemalige Strategie der Saudis ja fahren und lassen den Preis schön unten, dann gehen die Fracker in den USA irgendwann pleite und wir vergrößern unseren Marktanteil. Die Saudis haben nicht mehr die Zeit, dieses Spiel mitzuspielen, weil die Einnahmen so drastisch fallen, dass sie ihren Kostenapparat nicht mehr bedienen können. Also Putin ist jetzt in einer hervorragenden spieltheoretischen Lage. Er kann abwarten, er kann sich bitten lassen. Und Donald Trump hat gegen Putin null Handhabe derzeit, denn er kann nichts anbieten. Diese Sanktionen, die man erlassen hat seitens der Amerikaner gegen die Russen, die hat der Kongress beschlossen. Da kann also Trump nicht per Federstrich sagen, das hebe ich jetzt mal auf, das gilt nicht mehr. Das heißt, es ist nochmal der Versuch von Donald Trump, vor die Kurve zu kommen, nachdem er durch die Coronavirus-Krise ja eigentlich hinter die Kurve gekommen ist. Er hat diese Welle nicht kommen sehen, diesen Tsunami nicht kommen sehen. Und anders als noch im Handelskrieg, da konnte er ja mit den Märkten geradezu Jojo spielen. Da hat er gesagt, ich werde neue Zölle gegen China einführen. Bums, die Märkte nach unten. Am nächsten Tag sagt er dann, oh, bin total optimistisch, dass das alles gut klappt mit den Chinesen. Bums, Märkte wieder nach oben. Also da konnte wirklich Trump die Märkte so wie eine Marionette rauf und runter ziehen. Jetzt werden die Fakten anderweitig geschaffen, nämlich vor allem durch die Corona-Krise. Und Trump versucht durch diese täglichen Pressekonferenzen, wo er immer mit dabei ist, eigentlich nicht wirklich Substanzielles zu sagen hat, im Gegenteil teilweise wirklich auch Fehlinformationen jetzt streut, versucht er sozusagen auf der Welle wieder zu reiten. Und was wir gestern gesehen haben, ist nochmal so eine Art Reflex-Rallye, ist nochmal der Versuch, die alte Zeit, die Vor-Corona-Krisenzeit so ein bisschen hervorzuzaubern, als es zwei Götter an den Märkten gab, einmal die Fed und B, dann Donald Trump. Das ist sozusagen meine Einschätzung der Dinge, warum ich glaube, dass das alles nicht so furchtbar substanziell ist, was wir da gestern gesehen haben. Substanziell ist das. Das sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Gestern ja 6,648 Millionen. Damit sind jetzt in zwei Wochen 10 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet worden. Heute kommen ja die großen US-Arbeitsmarktdaten, aber ich will gleich sagen, die sind vergleichsweise irrelevant, weil sie eine maßgebliche Phase, nämlich diesen Lockdown, der ab Mitte März in den USA ja der Fall war, nicht so wirklich abbilden. Also die heutigen Daten sollte man mit sehr viel mehr Vorsicht genießen als diese amtlichen Daten, die wir gestern gesehen haben. Warum ist diese Rallye wahrscheinlich nicht substanziell begründet? Weil jetzt ein Mechanismus eintritt, der hier in dieser Grafik wunderbar gezeigt ist. Wir haben eine ökonomische Krise. Die Corporate Revenues, die fallen. Das heißt, die Unternehmenseinnahmen fallen. Darauf reagieren die Unternehmenslenker mit an dem Versuch, die Profitabilität des Unternehmens sicherzustellen. Deswegen entlässt man Leute, denn die sind teuer. Wenn Leute entlassen werden, dann verlieren die Verbraucher Vertrauen. Das ist sozusagen ein Stimmungsverschlechterer. Das heißt, man reduziert den Konsum und wiederum dieser reduzierte Konsum führt zu weniger Einnahmen der Unternehmen. Das ist sozusagen diese Spirale, die jetzt der Fall ist und die auch durch einen Tweet von Donald Trump nicht wirklich durchbrochen werden kann. Jetzt ist es so, dass wir Dinge sehen, auch in der praktischen Umsetzung, wie den amerikanischen Firmen geholfen werden kann. Das ist in Deutschland auch so, gleich dazu mehr.
dass es da wahnsinnige Schwierigkeiten gibt, und zwar zwischen dem US-Finanzministerium und der Institution, die eigentlich jetzt diese Small Business Loans ausreichen soll, also diese Kredite für Small Businesses. Da herrscht offenkundig ein Krieg, da kommt das Geld erstmal so schnell nicht an. Ähnlich übrigens in Deutschland, wo wir zwar keine Konkurrenzsituation haben in Sachen KfW oder andere Behörden, wo wir aber den Fehler machen, dass wir praktisch das Nadelöhr Geschäftsbanken wählen, die Geschäftsbanken noch Risiko haben, 10-20%, genau gucken müssen, naja, bleibe ich dann möglicherweise auf Verlusten sitzen, wenn der Kredit ausfällt, wenn der nicht zurückgezahlt wird. Viel besser wäre es, wenn der Staat über Steuermöglichkeiten gleich die Sache geregelt hätte. Man hätte zum Beispiel die Einkommensteuer aus dem letzten Jahr sofort den Unternehmen zurückzahlen können. Bums, sind die sofort kapitalisiert. Ich brauche keinen riesen Lawinenprozess in Gang setzen von Formalitäten. Aber man kann nicht alles haben. Jedenfalls läuft das auch hier in Deutschland nicht allzu gut, in Amerika auch nicht. Das heißt, die Firmen werden lange brauchen, bis sie das Geld haben. Das wird auch jetzt viele amerikanische Konsumenten betreffen. Denn die US-Banken, vor allem kleinere Banken, sagen, wir möchten, dass die Zinsen erhöht werden für diese Kredite, die wir da ausgeben sollen. Und die großen Banken fordern, naja, wir brauchen jetzt andere Regularien, damit wir auch an bestimmte Leute Kredite vergeben können. Das ist sozusagen jetzt ein ziemliches Hickhack in Sachen Banken. Und was wir hier unten in dieser Grafik sehen, das sind die durchschnittlichen Zinssätze für Kreditkartenmiese, also wenn jemand seine Kreditkarte in den USA überzogen hat, im Minus ist, und das ist bei so ziemlich allen der Fall, dann zahlt er derzeit über 17% Zinsen. Und wenn wir jetzt sozusagen sehen, da muss jemand über 17% Zinsen zahlen, ist gleichzeitig arbeitslos geworden, wartet jetzt auf das Geld irgendwo vom Staat, und dann entsteht da eine durchaus schwierige Situation. Daher wird das Verbrauchervertrauen in nächster Zeit deutlich fallen. Wenn wir uns mal anschauen, wie das Verbrauchervertrauen im Jahr 2008 gefallen ist, dann haben wir da einen Fall von 60,45 Punkten. Ich glaube, dass diese Krise ernsthafter ist als das, was in der Finanzkrise passiert ist. Und hier macht Real Investment Advice von Lance Roberts folgende Rechnung auf. Wahrscheinlich ist das Verbrauchervertrauen mindestens auch an die 60 Punkte fallen würde. Und wenn man das auf den S&P 500 überträgt, dann wären wir so um und bei 1500 Punkte. Also um und bei 1000 Punkte tiefer, als wir derzeit stehen. Das nur mal als Überlegung. Und gestern hatte ich schon von Octavio Costa diesen Chart gezeigt, der klar machte, Böden an den Aktienmärkten entstehen, wenn das Verbrauchervertrauen ganz unten ist, wenn keiner Aktien kaufen will, wenn die Zukunft total negativ gesehen wird. Das ist derzeit noch lange nicht der Fall. Deswegen ist da vielleicht noch einiges an Luft drin. Das gilt auch für die fundamentale Seite. Wir sehen, dass die Gewinnerwartungen bei den Dow Jones Unternehmen zum Beispiel für die nächsten 12 Monate weiter im freien Fall sind. Aber wir gestern wieder mal eine Rallye gesehen haben. Das heißt, die Differenz zwischen fundamentalen Daten und der Kursentwicklung, die ist wieder deutlich größer geworden. Auch die FED wird größer, nämlich ihre Bilanzsumme, die ist derzeit wieder mal um 557 Milliarden Dollar gestiegen. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Rekord von 5,81%. Dieser Chart sieht aus wie eine Viagra-Werbung nach meiner Auffassung. Und wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie dieser Tweet das tut, dass im Jahr 2007 die USA noch eine Volkswirtschaft von um und bei 19 Billionen Dollar pro Jahr waren, mit einer Fettbilanz damals von 850 Milliarden, nicht Billionen. Also Volkswirtschaft 19 Billionen, Fette Bilanzsumme 850 Milliarden. Jetzt werden wir wahrscheinlich so um und bei 22 Billionen Dollar sein bei der Volkswirtschaft der USA. Aber die Fed dürfte einen Balance Sheet von 11 Billionen erreichen. Das heißt, das ist ein etwas unschönes Verhältnis. Und das ist eine Prognose, die dieser Tweet gibt, dem ich mich voll anschließe. Waren werden das neue Geld. Waren sind das, was im Preis steigen wird. Wir sehen hier einen Chart Commodity Prices, also Rohstoffpreise im Vergleich zum Dow Jones. Da sind wir auf einem historischen Tief, auf einer sehr guten Unterstützung. Und das ist wahrscheinlich ein Vorgriff auf das, was kommen wird, nämlich Geldinflation. Aber Rohstoffe und Waren werden wichtiger. Das ist ein kleiner mittel- bis langfristiger Hinweis. Wir haben trotzdem heute Nacht das S&P, die Ratingagentur, die USA, nicht abstuft, wahrscheinlich too big to downgrade, wie dieser Kommentar hier vermutet. Und wir switchen jetzt nochmal um kurz zur Corona-Situation. Die USA jetzt mit 245.000 deutlich
weiter eskalierend in die ganze Situation. Und folgende Grafik zeigt die weitere Wahrscheinlichkeit, wie sich die Kurve weiterentwickelt. Diese Grafik hat die letzten Tage schon sehr, sehr gut funktioniert, was die Prognose betrifft der weiteren Entwicklung. Und nach dieser Prognose dürften wir, nachdem wir jetzt 1 Million weltweit an Corona-Infizierten überschritten haben, dürften wir so um und bei am 10. April, also in einer Woche, bei 2 Millionen sein, wenn die Geschichte hier dem bisherigen Verlauf folgt. Schauen wir uns am Schluss noch an, was hier in die Charts heute zu sehen ist. Geht die Rallye weiter? Was wir sehen, ist, dass die asiatischen Märkte diese Rallye nicht so mitspielen. Wir sehen hier den Dow Jones auf Kassabasis hier bei 21.120. Da ist also ein bisschen wieder Ernüchterung eingekehrt. Der DAX dürfte reinkommen, wo? Bei dem Stand von knapp unter 9.500 Punkten. Der Euro, was macht der? Der ist auch wieder schwach bei 1,0832, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, bevor ich es vergesse. Und wir sind bei Gold 1600 knapp 9 und das amerikanische Crude Oil, das hält sich bei $25,92. Naja, mal gucken, wie lange noch. Also, das ist die Situation. Wir haben einen riesen Abstand zwischen Kursentwicklung und Fundamentaldaten. Das versuchte ich zu zeigen. Die alten Götter haben nochmal versucht, wiederzukehren. Aber mit der Aufklärung ist es so, sie zerstört den Glauben. Und alle Versuche, diese alten Glaubensgewissheiten nochmal herzustellen, die sind künstlich und scheitern früher oder später. Und ich glaube, dass das Coronavirus eben in gewisser Weise die Aufklärung ist, dass die alten Götter Fed und auch Donald Trump nicht mehr wirksam sind. Und wenn man kurz nochmal dran glaubt, dass sie wirksam sind, dann wird man feststellen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.